Hallo Grabwächter, zurück bei den Klassikern hier auf Ustral LP. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind nun hier und ich kann den Felsen nicht bewegen. Wahrscheinlich müssen wir den Yeti diese Blume bringen, damit er sich erholen kann. Und damit wir dann höchstwahrscheinlich hier weiterkommen. Ich muss mal den Games dann doch ein bisschen leiser drehen. So. Ja, und dann werden wir langsam aber sicher in Richtung der Menschheit befördert. Und eventuell dürfen wir dann auch endlich ein paar dieser sogenannten Menschen kennenlernen. Weil die sind uns ja gar nicht mal so unähnlich. Habe ich mal gehört. Wow, die können so ultra heftig abwehren. Ultra heftige Abwehr haben die. Du bist entdeckt. Ja, von mir aus. Was auch immer. Okay, gut. Die haben nichts ausgehalten. Muss ich hier irgendwo... Fuck, jetzt stehe ich da wieder mittendrin. Muss ich hier irgendwo genau hin? Gibt es hier irgendwas Interessantes? Neben dem, was ich gerade tue? Muss ich irgendwo diese... Alter, muss ich irgendwo diese Blume herkriegen? Weil das größte Problem, was ich momentan habe, ist Lebenskraft. Ohne jegliches und sondergleichen brauche ich hier nicht weitermachen, wenn wir keine Lebenskraft haben, weiter. Ich versuche mal ein bisschen besser ins Bild zu gehen, aber auch ein bisschen besser zu sitzen. Ich bin mir nicht sicher, was wir hier tun. Ich habe keine Ahnung. Interessanterweise können wir hier auch gar nicht hoch. Obwohl das sehr treppenähnlich aussieht. Müssen wir jetzt aber auch durch. Heck, lauf! Lauf, Ark! Dies ist nicht der richtige Ort für uns, offensichtlich. Obwohl ich mir fast gedacht habe, dass das hier der richtige Ort ist, ist es wohl nicht der richtige Ort. Wir müssen irgendwie diesen Yeti... Okay. Also irgendwie müssen wir diesen Yeti heilen, das steht natürlich... Da ist ein Blumen. Wie kommen wir an den Blume ran? Ich will an dieser Blume. Okay, wir müssen doch hier runter. Wir kriegen das schon hin. Wir frieren uns zwar höchstwahrscheinlich alles ab, weil wir rennen hier nur im T-Shirt rum, aber das ist in Ordnung. Lass uns nochmal hier reinschauen. Irgendwie kann man vielleicht hier doch irgendwas reißen. Ich finde es immer noch blöd. Ich sag's, wie es ist. Dass unser Held... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kiste, go! Ich finde es immer noch nach wie vor doof, dass wir nicht heilen können mit der Zeit. Hab ich Magie? Ist die andere Frage. Ich wollte mal eben in den Hub zurück und mal eben hier schauen, ob ich noch Magie habe zum Heilen. Ich habe noch einmal Flora-Zauber. Perfekt. Wenigstens das. Dann brauche ich jetzt mir wenigstens keine Gedanken machen, ob wir hier weiterkommen oder nicht. Oh, das war sehr gut. Müssen wir diese Steine vielleicht zerschlagen, um hier weiterzukommen? Ich weiß nicht, wie wir an diesem Stein vorbeikommen sollen. Ich denke mal, mit dem Level hat das nichts zu tun. Außerdem gehen wir nach unten. Nach unten sollen wir ja gar nicht. Wir sollen ja eigentlich nach oben. Und hier hoch dürfen wir auch nicht. Wir müssen uns wahrscheinlich weiter hier umschauen. Ich habe eventuell einfach nur nicht gesehen, wo wir lang müssen. Und sonst versuche ich natürlich hier doch ein bisschen zu leveln mit den kleinen Biestern, die wir hier... Oh mein Gott! Die hier ultra viel Schaden fahren. Du bist entdeckt. Ja, ich weiß! Hier ist nichts. Hier ist erstmal auch nichts. Das haben wir beide von den Idioten erledigt. Aber es sieht so aus, als ob wir dadurch auch nicht viel mehr gewonnen haben. Ich rutsche mal hier links und rechts. Mit Stein werfen brauche ich den gar nicht kommen, da hat er nichts von. Yes! Level 13. Ein Glück, dass wir hier aufleveln. 7 KP, einmal Stärke, zweimal Abwehr und einmal Glück.
was die zwei Abwehr wohl bringt. Wahrscheinlich eine ganze Menge. Trotzdem ist hier mal absolut gar nichts. Warum sollten wir also hier hingehen? Ist es ein Trick? Oder ist es hier... Gibt es hier irgendwas, was ich nicht sehe? Okay, ich dachte zwar, ich hätte das schon probiert, ob ich da nicht eventuell hinkomme, aber das Spiel sagt was anderes, okay. Wir können da nicht in den Abgrund springen, vielleicht auch besser so. Mehr Geld. Naja, ich weiß, Blinky, 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 ist okay. Wir kommen schon klar, 51er Crit. Jetzt die Frage, wo wir lang müssen. Haben wir noch Zauber? Wir haben keine Heilzauber mehr. 22 Leben noch. Okay. Wir haben einen Eispanzer bekommen. Vielleicht hilft uns das nicht zu sterben. Obwohl ich davon überzeugt bin, dass im Moment nichts wirklich helfen wird. Eispanzer plus 3 Verteidigung nochmal plus. Okay. Hier natürlich ganz klar haben oder nicht haben. Also es sind Rampen, aber die sind so spiegelglatt, dass wir nur nach unten rutschen können. Okay. Das ist ja okay. Das muss man halt nur wissen. Merkwürdig, dass es beim ersten Mal nicht geklappt hat. Ich war mir sicher, ich habe das genauso gemacht. Hallo. Dann geht's wohl hier lang. Ich hoffe, wir müssen niemanden erledigen. Ich hoffe, es kommt kein Boss mit 22 Leben. Könnte das unser Verhängnis werden? Das scheint wohl Licht zu sein. Nö, doch nicht. Sehr gut gemacht. Da können wir, das können wir. Blauer Fieslingsschleim? Was? Gut, gut, gut. Hilfe! 7 Leben noch. Easy as that. Hallo. Können wir einfach gleich runterspringen, das wäre voll nice. Ich bin eine Eisblume. Meine Blätter heilen Wunden. Wirf meine Blätter in eine heiße Quelle und bade darin, um Wunden zu heilen. Ich gebe dir ein Blatt. Arke hält Eisblume. Dankeschön, kleine Eisblume. Ist voll nice von dir. Ich weiß, wir sterben. Game. Wir sterben auch in der Cutscene. Und natürlich halten wir es hoch, denn wir sind Helden. Zwar gleich tote Helden, aber immerhin Helden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh! Oh! Okay, 3 Leben noch. Make it count. Und nicht Count Dooku. Auf geht's. Konzentration ist keine einfache. Ark! Schwinden die Sinne. Natürlich tun sie das. Natürlich tun sie das. Die Frage ist, wo wir rauskommen. In Safarium. Haben wir die ganzen Sachen? Wir haben die ganzen Sachen. Dann können wir vielleicht hier einkaufen gehen. Das finde ich eigentlich ganz cool, dass er dich wirklich so Pokémon-Center-mäßig einfach von A nach B drückt und dich nicht wirklich, Game Over schießt, sondern dich nur am letzten Speicherpunkt rauswirft. Das ist völlig in Ordnung. Weil so weit haben wir es gar nicht. Wir müssen nur noch mal über die halbe Welt latschen. Aber wir haben ja Zeit, denn anscheinend ist Ark unsterblich und altert nicht. Oder diese Welt ist einfach sehr viel schneller, als man denkt. Oder viel kleiner, als man anzunehmen mag. So, mal eben hier. Warum habe ich denn hier nicht gespeichert, sag mal? Das weiß doch irgendjemand von euch da draußen, warum ich nicht gespeichert habe. Habe ich sowas gesagt wie, ha, ich brauche bestimmt nicht speichern. Macht euch darum keine Sorgen. Dann speichern mal hier, damit wir nicht so weit latschen müssen. Das war merkwürdig. Ich dachte wirklich, wir haben hier gespeichert. Egal. Wo wir auch immer gespeichert haben. Waren wir da schon? Oder ist das da, wo wir waren? Nee, es ist hier, wo wir waren. Okay. Okay. Zumindest müssen wir nicht die 5 Meter zurücklaufen. Die extra 5 Meter. Puh. Taler meins. 21 Geld. Auf jeden Fall meins.
Nummer 21, sehr schön. Mach die Kasse wieder voll. Das war unnötig. Das war unnötig, kleine Kreatur. Das ist unnötig, dass du da die Brücke kämpfst. Das muss doch nicht sein. Komm schon! Okay, wir werden den Raum resetten. Alter, das ist doch unfassbar. Oh mein Gott. Ist es denn ernst? Game? Das ging doch beim ersten Mal auch so gut. Ich wusste, dass das passieren könnte, aber ich wusste nicht, dass das so... Ich wusste nicht, dass es so penetrant passieren kann. Oh mein Gott. Ah! Halt dich oben fest! Krieg Schaden in die andere Richtung. Mach irgendwas Cooles. Das ist nicht cool, Ark. Oh, danke. Schaden kriegen ist ja okay. Viele stünden später. Das musste nicht sein. Das war unnötig, Ark. Das war nicht heldenhaft. Das war einfach nur Dämmel. Und wenn ich etwas nicht mag bei einem Helden, dann ist es, wenn er Dämmel ist. Du hast gerade Sachen hochgehalten. Ich habe gerade gesagt, ja, Helden. Ark. Komm schon. Außerdem heile ich mich jetzt erstmal. Falls dieser Yeti doch nicht mein Freund ist, falls nachdem ich ihn geheilt habe. Außerdem, wo ist mein Itemlager? Da. Möchtest du das auswählen? Ja. Ark benutzt die Wunderknolle. Zick. 70 Leben plus. Und wir sind wieder ganz gut dabei. Du musst das tatsächlich auswählen? Möchtest du das anwählen? Ja, ausgerüstet. Okay. Das Eisblumenblatt heilt selbst tiefe Wunden. Ja, ja, ja. Ark wirft das Eisblumenblatt in die heiße Quelle. Dann ist doch, geht doch. Meine Wunden sind geheilt! Du Freund, mein Freund, du mitkommen. Ja, okay. Ja, okay, ich komme mit. Wo gehen wir denn hin? In die geheime Heldenhöhle? Hm? Halten wir dort zusammen gemeinsam Dinge hoch? Weil ich alleine... Willst du hinüber? Alles klar. Ach, solche Freunde sind wir also. Ach so, wir sind so, ich werf dich über den Berg, Kameraden. Okay. Oh. Keine Verstärkung in Sicht. Oh. Das tut mir leid. Das tut mir leid, dass du keine Freunde hast, kleiner Wolf. Oh mein Gott. Trotzdem muss ich immer wieder aufpassen, dass ich ab und zu mal, eventuell nicht zu weit aus dem Fenster mich lehne. Da ist ein Kristall, den nehmen wir mit. Denn wir sind immer noch nicht so stark, wie man das zu denken mag. Ich glaube, normalerweise müsste man hier Level 15 sein. Und ihr habt ja gesehen, es gibt hier ein internes Level Cap, weil man irgendwie keinen Schaden an bestimmten Sachen macht, wenn man nicht ein bestimmtes Level hat. Das ist nicht unbedingt geheim, das habt ihr alle erfahren bei Satadoros. Ich bin verwirrt, offensichtlich. Ich kann in keine Richtung gerade laufen. Jedes Mal, wenn ich das Steuerkreuz wieder in eine Richtung drücke, sagt er, es ist wieder in eine andere Richtung. Alalalalalalala. Okay, ich bin verwirrt, aber es geht gerade. Obwohl, er kehrt nicht alles um. Das ist richtig, das ist richtig. Er dreht das immer wieder um? Oh, das ist auch krass. Er dreht immer wieder. Er dreht die Verwirrung immer wieder um. Nach ein paar. Jetzt ist links laufen, runterlaufen. Rechts laufen, runterlaufen. Links und rechts ist jetzt oben und unten. Jetzt bin ich wieder verwirrt. Jetzt ist die Steuerung aber normal. Das ist auch merkwürdig. Das ist ja. Also Verwirrung? Verwirrend ist das auf jeden Fall. Sehr schön, Game. Ich hoffe, das bleibt nicht auf ewig.
Okay, das war unspektakulär, dafür, dass es hier so ein riesiges Gebiet ist. Hallo? Irgendjemand? Jemand, der mir was Böses will vielleicht? Ah! Hab's gewusst. Arg, er hält einen Kristall. Mehr ist doch nicht in der Höhle drin, also lass uns wieder rausgehen. Because of reasons. Das war doch okay. Ein Kristall plus machen ist nicht verkehrt. Ach komm, ich habe doch gerade mal eine Verwirrung los. Jetzt wollen wir wollen jetzt nicht wieder auf diese Stufe hinablassen, Gegner. Kommt schon, wir waren gerade Freunde für kurze Zeit. Vielleicht bleiben wir das erstmal. Ist merkwürdig, wie die Umgebung hier oben aussieht. Ich hoffe, die Kamera ist okay. Ja, ist okay. Ah, Wölfe! Arg wurde vereist. Ernsthaft? Arg, wir kriegen ganz schön viele Statuseffekte dafür, dass wir hier die Helden sind. Und machen ganz schön wenig Statuseffekte an den Gegnern. Wir können jemanden vergiften oder sonstiges. Also reiß dich zusammen. Vereist und verwirrt. Oh mein Gott. Oh nein. Oh nein. Ich bin schon wieder verwirrt. Okay, in die Kiste. Das war knapp. Weil der Kontakt an Gegnern ist zu groß. Der ist zu stark. Ich mag das nicht. Ich bin schon wieder verwirrt vor allen Dingen. Oh Gott, beste Gegend ever. Gerade für so einen Volldeppen wie mich. Überall ist Loot, an den ich nicht ran kann. Also es ist wieder links und rechts, also oben und unten und rechts und links ist vertauscht. Das heißt, ich muss die nach rechts und links drücken, um nach oben und unten zu kommen. Das ist super verwirrend. Da ist eine Höhle. No! Okay. Oh, Lawinchen! Lawinchen, Lawinchen, Lawinchen! Hallo! Stunden später, als du erwachst, siehst du einen Widder vor dir. Gut, du bist wieder erwacht. Wir scheinen gefangen zu sein. Kannst du gehen? Ja, klein, kein Ding, hey! Arg ist niemand, der so leicht aufgibt. Genau so ist es. Würdest du mir bitte folgen? Okay, natürlich. Oh nein! Dein Widderfreund! Er scheint nicht mehr zu atmen. Oh nein. Ich habe dich nicht gekannt und trotzdem tust du mir leid. Das ist mein Gefährte. Er atmet nicht mehr. Er ist hart aufgeschlagen. Das Schicksal ist unbarmherzig. Gerade weilten wir noch zusammen. Dann Tränen. Doch Tränen helfen nicht weiter. Sie bringen ihn nicht zurück. Ich habe ein Fell, doch du wirst bald frieren. Ich kann auch deinen Freund essen. Ich kann auch aus deinem Freund einen Mantel machen. Komm schon! Die Nächte hier sind eisig. Bin ich tot? Wer hat denn das Licht ausgemacht? Fürchtest du die Dunkelheit? Niemals! Ich bin lange allein gereist. Ich fürchte weder Tod noch Teufel. Noch das Dunkel? Alles. Alle Lebewesen meiden die Dunkelheit, weil sie einsam macht. Vielleicht ist das der Grund, warum wir uns alle Partner suchen. Wollen wir ein wenig schlafen? Komm näher. Ich halte dich warm. Das ist schön. Es erinnert mich an... An? Tut mir leid, habe ich dich aufgeweckt. Die Kälte ließ mich aufwachen. Ich verstehe. Du musst hungrig sein. Wie wäre es mit Frühstück? Was? Was machst du da?
Was machst du da? Was tust du? Ich esse. Durch die Kälte bleibt das Fleisch länger haltbar. Das meine ich nicht. Es ist dein Gefährte. Wie kannst du davon essen? Er wird in mir weiterleben. Deshalb tue ich es. Auf diese Weise wird er immer bei mir sein. Alter, das ist crazy. Ich werde das nicht tun. Aber ich werde in der nächsten Folge herausfinden, was wir zu tun haben. Deswegen würde ich sagen, schaltet dann wieder ein. Wenn ihr das Ganze unterstützen wollt und mehr Klassiker sehen wollt, dann lasst doch einen Daumen da und schaltet das nächste Mal wieder rein hier. Oder gerne auch bei Darathon und Lucia 2. Also bis dahin und bis zum nächsten Mal. Ciao.